In diesem Video schauen wir uns an, wie wir unseren frisch aufgesetzten Server mit Zertifikaten absichern können. Ich hatte dazu schon mal ein Einsteigervideo gemacht, wo ich die Basics mal erklärt habe, wie man seinen Server absichert. Heute machen wir mal das Rundum-Paket, was den Login betrifft. Da ist jetzt nicht enthalten, die Firewall zu konfigurieren. Allerdings die meisten Angriffe gehen einfach auf den Port 22 SSH und dort wird eben mit Brute Force oder mit Wörterbuchangriffen versucht, bekannte Usernamen und Passwortkombinationen zu nutzen, um auf den Server einzubrechen. Und genau dagegen wollen wir jetzt uns in dem Video schützen. So, ich klicke mir jetzt bei Scaleway gerade mal meine neue Instanz zusammen. Wir nehmen einen Ubuntu-Server in Amsterdam. Hier wieder die günstigste 2.99-Version. Hier unten kann ich den noch irgendwie benennen, Useful Vid. Und hier unten kriege ich schon mal eine Warnung, ich brauche einen SSH-Key. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich euch den Bestellvorgang hier zeige, denn man muss hier jetzt erstmal einen SSH-Key hinterlegen. Wie machen wir das? Naja, wenn ihr jetzt auf Linux oder Mac seid, dann habt ihr den SSH-Keygen ja schon quasi vorinstalliert als Binary. Den könnt ihr einfach ausführen, dann bekommt ihr einen Private und einen Public Key. Bei Windows brauche ich den PuTTY Generator, den habe ich mir hier mal vorbereitet und den kann ich jetzt hier ausführen. Man kann jetzt hier auf Learn More und Official Documentation gehen, da bekommt man nochmal für jedes Betriebssystem die entsprechende der Beschreibung. Hier nochmal für Windows und hier steht schon mal, dass wir die Keylänge erhöhen sollen auf 4096. Aber hier wird noch RSA verwendet. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, eben nicht RSA zu verwenden, sondern wir verwenden mal den hier, den ED25519, habe ich gelesen, dass der toll sein soll. Deshalb klicke ich mal hier auf Generieren. Bewege jetzt die Maus ein bisschen und schon ist er da. Wir wollen es jetzt in unserem Fall ganz sicher haben, deshalb lege ich hier eine Passphrase fest. Die sollte natürlich generiert sein von eurem Passwortgenerator. Mein Schlüssel ist hier relativ kurz, ich schmeiße den Server danach auch wieder weg, von daher spielt das keine Rolle. Wie gesagt, bei euch am besten generieren. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, müssen wir einmal den Public und einmal den Private Key speichern. So, jetzt kopieren wir uns hier diesen Public Key einmal raus, der da oben angezeigt wird. Und hier gebe ich jetzt New SSH Key ein und ja, schreibe hier mal Initial oder sowas rein und füge den hinzu. Das scheint jetzt geklappt zu haben, obwohl eigentlich RSA vorgeschrieben war. Hoffen wir mal, dass das auch jetzt beim Login funktioniert. Ich sage hier Create New Instance. Während wir jetzt die neue Instanz zusammenbasteln, da gehen wir schon mal in PuTTY und schauen uns an, wie der Login-Vorgang mit Zertifikat aussieht. Die ganzen Optionen, die ich jetzt hier benutze, die kann man natürlich jetzt auch in so einer Session speichern oder man macht einfach einen PuTTY-Kommandozeilenaufruf. Der Server ist jetzt hier einmal fertig. Ich kann mir einfach mal die Public IP kopieren und füge die dann hier ein. Gehe hier auf SSH, klappe das auf, hier gibt es Authentisierung und hier kann ich dann den Private Key auswählen. Dann gehe ich auf Open. Das war natürlich Quatsch mit der IP hier, die kommt natürlich hier oben rein und dann gehe ich auf Open. Jetzt werde ich gefragt, ob ich dem vertraue. Ja, tue ich natürlich. Und mein Benutzer ist root. Und jetzt fragt er mich nach der Passphrase, die ich für den Key festgelegt habe. Und zack, bin ich drin. Das hat schon mal gut geklappt. Das Prozedere von Scaleway finde ich gut, dass man hier gleich gezwungen wird, schon mal die Zertifikatmethode für den Logon zu verwenden. Blöd ist nur, man hat hier einen Root-User. Auch das sollte man nicht tun. So, ich habe mir mal einen Spickzettel vorbereitet und dann machen wir mal den ganzen Spaß hier durch. Also, den PuTTY Generator haben wir gerade ausgeführt. Wir haben uns unseren Public und Private Key gespeichert. Private Key natürlich immer gut aufheben, sonst kommt ihr halt nicht mehr auf euren Server. Wir erstellen jetzt mal einen neuen Nutzer. Jetzt sind wir ja eh root, jetzt brauchen wir auch keine Gimmicks wie sudo oder sowas eingeben. So, neues Unix-Passwort, das sollte natürlich maximal sicher sein, von eurem Passwortgenerator generiert. Das kann ich hier alles einmal mit Enter bestätigen und mit Y auch nochmal bestätigen. So, jetzt habe ich einen neuen Nutzer, den füge ich jetzt noch der Gruppe sudo hinzu, dass ich eben mit dem auch switchen kann auf den Root-Nutzer. Den Nutzernamen, den solltet ihr wirklich ein bisschen abstrakt machen, einfach damit die Brute-Force-Angriffe schon mal den Nutzernamen nicht kennen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Der neue Nutzer, der kann sich jetzt ohne Zertifikat anmelden und kann auf den Root switchen. Ich habe jetzt also eigentlich meine Sicherheit so ein bisschen verschlimmbessert gerade. Diesem Problem können wir ganz einfach begegnen, indem wir dem neuen Nutzer einfach auch ein Zertifikat generieren und uns mit dem dann einloggen. Ich könnte das jetzt wieder mit PuTTY-Gen machen. Das machen wir jetzt diesmal aber ein bisschen anders. Wir machen es jetzt direkt auf dem Server. Ich habe ja meinen Spickzettel hier, den Befehl nehme ich, den Spickzettel findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der wird aufgerufen mit -T und diesem neuen Algorithmus, der besonders sicher sein soll. Falsch, genau, ich rufe das jetzt nicht als Root auf, sondern ich mache jetzt einen Switch User
auf den Cool New User und generiere das damit. Hier werde ich gefragt, wo es hingespeichert werden soll. Den Ort merken wir uns jetzt, bestätigen wir aber mal mit Enter. Ja, hier auch wieder ein Passwort generieren lassen. Ich mache es jetzt wieder einfach, damit es schnell geht. Und jetzt gehen wir einmal in das .ssh-Verzeichnis. Hier müssen wir jetzt mehrere Sachen machen. Als erstes machen wir ein cp-rp auf den Public Key. Wir kopieren den auf eine Datei, die wir nennen Authorized Keys. Dann machen wir ein changemod 600 auf die Authorized Keys. So, sollte jetzt so aussehen. Es macht jetzt auch durchaus Sinn, den Public Key auch nicht jedem sichtbar zu machen. Dann haben wenigstens beide Dateien die gleiche Sicherheit. Achtet jetzt noch drauf, dass der .ssh-Ordner auch nicht zu viele Berechtigungen hat. Der sollte genau so aussehen hier vorne bei den Berechtigungen. Ansonsten einfach mal ein changemod 700 darauf absetzen. So, wie kann ich mich jetzt mit dem neuen Cool New User einloggen? Ja, erstmal noch gar nicht. Ich brauche ja jetzt wieder den Private Key und der Private Key steht hier drin. Kann ich mit Cut mir einmal anzeigen lassen. Das solltet ihr natürlich, wie der Name schon sagt, auch private halten und nicht so wie ich hier im Video zeigen. Aber bis ihr das Video seht, ist der Server sowieso platt gemacht. Einfach mal rauskopieren. Ich öffne das Ganze mal hier und überschreibe das, was ihr da gesehen habt. Den habe ich jetzt wieder da gespeichert, wo unsere anderen Keys rumfliegen, vom Root zum Beispiel. Und jetzt kann ich mich damit aber nicht einloggen. Ich brauche jetzt also doch wieder den PuTTY Generator. Hier oben gehe ich auf Conversion auf Import Key. Jetzt bin ich ja wieder in unserem Verzeichnis, wo wir waren. Und hier kann ich diese Datei, die ich jetzt gerade eben abgespeichert habe, einmal öffnen. Dann fragt er mich nach dem Passwort, das ich gerade festgelegt habe. Und hier kann ich dann wieder sagen Save Private Key. Und überschreibe die Datei wieder. Ja, ist ein bisschen fake jetzt. Im Grunde habe ich die jetzt nur konvertiert. Gut, dann soll ich jetzt in der Lage sein, mit dem neuen Nutzer mich über SSH einzuloggen. Was jetzt aber noch nicht funktionieren wird, ist ein Sudo zu machen. Warum funktioniert das nicht? Weil bei Scaleway die Besonderheit ist, dass das ein minimiertes Ubuntu-Server-System ist. Da gibt es den Befehl Sudo einfach nicht. Tja, den kann ich mir jetzt installieren. Ich kann es aber einfach, habe ich Root noch offen hier? Ja, wenn ich Exit mache, genau. Ich mache jetzt einfach mal ein Unminimize. Und dann bekomme ich einen vollständigen Server. Das macht nur Probleme, wenn ihr das nicht macht, müsst ihr, also so meine Erfahrung ist einfach, sobald man einen Server hat bei Scaleway, einfach mal Unminimize ausführen. Dann hat man auch so Pakete wie Sudo. Das müsst ihr euch jetzt nicht antun. Ich schneide jetzt hier an der Stelle einfach. Ja, während dem Unminimize-Befehl kommen auch immer wieder mal Eingabeaufforderungen, also behaltet mal so ein bisschen eure Konsole im Blick, sonst läuft es hier einfach nicht weiter. Zum Beispiel werde ich jetzt hier gefragt, was ich denn gerne für eine Tastatur hätte. Die deutsche natürlich hier wieder mit German bestätigen. Ja, er kann neu starten, auch mal mit Yes einfach bestätigen. Hier wähle ich das erste aus. Also ich bin immer risikofreudig und nehme hier die Maintainers-Version und nicht die lokal editierte. Wir werden ja sehen, ob der Server gleich noch läuft. So, der Unminimize-Befehl ist jetzt abgeschlossen. Während des Setups hat er mich nochmal gefragt, was mit der File etc/sudo passieren soll. Ich habe gesagt, keep your currently installed version. Allerdings sollten wir mal in die Datei reinschauen. Wir haben zwar vorhin unseren neuen Nutzer in die Gruppe sudo getan, das reicht aber scheinbar nicht. Wir müssen den noch in diese Datei hier hinzufügen. Bin mal ganz unten hier und gehe auf cut etc/sudo-rs und hier sehe ich erstmal, dass da mein Nutzer einfach nicht drin steht. Deshalb habe ich mir in meinem Spickzettel schon mal einen Befehl vorbereitet, der das ändern soll. Den muss ich als root ausführen und der hängt das jetzt an die etc/sudo-rs ran. Schauen wir nochmal rein. Da steht jetzt auch mein, falsch geschrieben natürlich, ne? Nicht users, sondern cool new user heißt der. Und deshalb muss ich jetzt zur Strafe noch einmal in die Datei rein, mit X raus. Ach, ich bin jetzt wieder in der Read-Only-File. Naja, das kann ich ja als Root überschreiben. Ich weiß ja, was ich tue. So, dann hoffe ich mal, dass der Cut uns jetzt das Richtige ausgibt. Genau. Was wir jetzt machen, ist ein Switch-User auf den Cool-New-User und probieren einfach mal sudo aus. Sudo who am I zum Beispiel. Dann sagt er, ich bin root. Haha, ausgetrickst. Okay, das scheint zu funktionieren. Ich mache mal ein sudo-i, das ist für mich immer der wichtigste. Und ich kann auf root wechseln. Okay, sehr schön. Also ich bin jetzt root und kann das auch ohne Passwort machen. Jetzt ganz wichtig. Ich werde jetzt gleich die Kiste neu starten, dass wir einfach die Sachen aus diesem Unminimize alle aktiv gesetzt kriegen. Der hat jetzt viele Änderungen an dem Server gemacht, deshalb starten wir gleich neu. Trotzdem, wir versuchen jetzt nochmal den Login mit dem anderen Nutzer
und einen Switch-User auf den Root oder ein sudo-i. Deshalb sage ich hier einfach mal, ja, ich kann ja Duplicate-Session machen. Jetzt weiß ich nur nicht, bei Duplicate nimmt er, glaube ich, nee, nimmt er nicht mit. Ist aber auch Quatsch, wir brauchen das andere Zertifikat. Also, wir müssen machen New Session. So, das Ganze funktioniert jetzt also. Ich kann mich anmelden mit dem cool new User und ein sudo-i machen und bin root. Also das ist ja mein Ziel. Ich will trotzdem irgendwie root haben, aber den root-Login nicht erlauben. Ich habe ja auch gesagt, wir machen gleich einen Neustart und dann werden wir sehen, ob sich da was geändert hat. Was wir noch tun müssen, das habe ich mir auch schon mal in meinen Spickzettel geschrieben, wir müssen mal in die etc/ssh/sshd-config reinschauen. So, natürlich als root selbstverständlich. So, mit vi gehe ich mal rein. Und da haben wir ein paar Optionen, die wir ändern müssen. Wir wollen ja generell auch mit dem cool new user kein Login über ein Passwort erlauben, sondern nur über das Zertifikat. Das habe ich mir so ein bisschen aus dem Internet zusammengeklaut, diese ganzen Optionen hier. Da müssen wir mal schauen, ob die wirklich alle notwendig sind. Ich meine, es reicht die Challenge Response Authentication einfach deaktivieren. Ne, die sitzt ja schon auf No. Okay, dann reicht das wohl nicht. Aber die Passwort Authentication, die können wir auf jeden Fall nochmal... Genau, die ist ja hier. Einfach auskommentieren und setzen wir mal hier auf No. So, Permit Root Login, den sollten wir jetzt auch gleich auf No setzen. So, da ist mein Root Login und den möchte ich überhaupt nicht mehr erlauben. Da geht es jetzt nur um den SSH Login, den brauchen wir jetzt eh nicht mehr. So, also, das heißt, wir haben eigentlich nur geändert, diese zwei Dinge, Permit Root Login und Password Authentication auf No gesetzt. Halt, bevor wir neu starten, wir ändern gleich natürlich auch den Port ab. So, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, das geht immer auf Port 22, der ganze Krimbel, die ganzen Angriffe. Einfach ein bisschen Obfuscation rein, hier den Port auskommentieren und dann nehmt ihr irgendeinen über 1024, der nicht belegt ist. Ich nehme mal die 1055 und wie sehe ich, was nicht belegt ist? Man kann netstat-tulpen machen. Gut, jetzt schaue ich mal zum Beispiel auf die 1055, ups, Krep 1055 ist nichts belegt. Also, da sieht man, was gerade so läuft, ist nicht besonders viel. Hier sehe ich zum Beispiel SSH auf Port 22. Jetzt kann ich einfach SSH einmal neu starten und jetzt ist die Config aktiv. Ich dürfte jetzt also mit Root da nicht mehr reinkommen. Bevor wir das Ganze testen, einfach mal einen Reboot machen. So, ich hoffe, der Server hat sich jetzt neu gestartet. Wie ihr hier seht, habe ich den Port für SSH jetzt nicht mehr 22, sondern 1055. Gehe einmal auf Open, vertraue dem natürlich blind und logge mich als cool new User hier wieder ein. Eingeloggt bin ich, sudo-i kann ich auch machen, zack, bin ich root. Man kann sich das jetzt auch noch ein bisschen mit seinem Passwortmanager, mit KeePass zum Beispiel über Autotype automatisieren, den kompletten Login-Prozess. Man muss also einmal den Befehl sudo-i eingeben und vorher natürlich das Passwort und das lässt sich auch automatisieren. Gut, damit sind wir am Ende des Videos. Was haben wir jetzt also in diesem Video alles gemacht? Nur nochmal zusammengefasst, damit man hier den Überblick nicht verliert. Wir haben den Port für den SSH-Login geändert. Das heißt, die ganzen Angriffe auf Port 22, die gehen schon mal an uns vorbei. Darüber hinaus haben wir sichergestellt, dass man sich nur mit Zertifikaten einloggen kann. Das war von Anfang an schon so, dank der guten Einrichtungsmöglichkeiten von Scaleway. Das haben wir aber noch ein bisschen verschlimmert oder verbessert, je nachdem, wie man es sehen will. Wir loggen uns nicht mehr direkt als Root ein. Das ist natürlich der beliebteste Nutzer, mit dem die Angriffe laufen, sondern als irgendein generischer Nutzer, den wir neu erstellt haben und der nicht irgendeinen Standardnamen hat. Der Nutzer, der hat das Recht, eben auf Root zu switchen mit dem Befehl sudo-i, aber auch der muss sich natürlich mit einem Zertifikat einloggen. Ich kann das Ganze jetzt natürlich auch noch einmal testen, indem ich jetzt hier auf New Session klicke. Ich habe mir die jetzt hier mal gespeichert. Machen wir mal Load und ich schmeiß mal hier das Zertifikat einmal raus. Zack. Und ich sage Open. Und jetzt sage ich hier Cool New User. So, und hier sagt er klar, ich will einen Public Key haben, beziehungsweise ich will einen Private Key haben, aber Passwort akzeptiere ich nicht. Der fragt mich hier schon gar nicht nach dem Passwort, weil wir das vorhin unterbunden haben mit der Einstellung für SSH. Um ehrlich zu sein, die ganzen Tipps, die habe ich mir jetzt so ein bisschen aus dem Internet zusammengeklaut. Ihr bekommt natürlich ein paar Links in der Videobeschreibung. Falls das Video jetzt jemand sieht, dem irgendwie grobe Schnitzer hier aufgefallen sind bei mir, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Kritik mal in die Videobeschreibung schreibt oder wenn ihr noch ein paar Ideen habt, wie man das noch sicherer machen kann. Den Kommentar würde ich dann entsprechend natürlich auch pinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich jetzt über ein Abo und blende euch im Abspann auch noch ein paar weitere Videos ein.